Moin, moin und hallo. Herzlich willkommen zurück zu Ich drehe komplett durch in Hübbegening. Also, vermute, ihr habt jetzt die Lösung. Ich habe nämlich hier nochmal diese Tasten gefunden. Die zeigen mir hier, was diese einzelnen Kuben bewirken oder was sie ausfüllen. Und dann vermute ich, ich muss da der jetzt die drei ausfüllt, und zum Beispiel der die unteren drei muss ich jetzt noch einen finden, der Alle Teile die, sind jetzt eingerastet. scheint ja nicht, der die restlichen ausfüllt, der tut das hier nicht. Was wäre dann der? Das müsste eigentlich passen. Habe ich nämlich hier im ersten sind die drei, bei dem zweiten die nächsten drei und jetzt die da unten müsste dann ausgefüllt sein. Hoffentlich. Ich habe ja schon ein paar Minuten dran rumgerätselt. Ich hoffe, das ist das Rätsels Lösung, denn sonst könnte es sein, dass ich ein bisschen durchdrehen könnte bei dem ganzen Spaß hier. Ich nehme hier das und das und das. Das müsste. So, fertig. Also, ihr könnt euch darauf einstellen, dass solche Rätsel mich beschäftigen werden. Auch über längere Zeit. Errungenschaft freigeschaltet. Funkcafé. Exzellent. Und nun Dafür benutzen. brauche ich mein Zeitfunkgerät. Dein Zeitfunkgerät hast du doch. Ja, der Empfänger erkennt das Gerät. Na, dann wollen wir Aha. mal. Dann funk mal eine Runde. Mal sehen. Jetzt müsste ich auf Empfang sein. Hallo? Zeitleitstelle? Irgendwer? Hier ist Funkcafé. Hört ihr mich? Könnt ihr mich Funkcafé. hören? Hallo? Schnell! Amplifier! Wir haben eine Verbindung. Nein, dann. Wir versuchen seit Tagen, euch zu erreichen. Wir haben ein Problem. San Francisco ist. Hallo, hallo. Die Verbindung ist sehr schlecht. Können Ach. wir. Hallo, Quadi. Faye? Faye! Die Zeitdrift ist bereits zu stark. Unsere Zeitlinien weichen mehr und mehr ab. Wir versuchen dich jetzt mit den anderen Teams zu verbinden, bevor der Kontakt ab. Quadi? Nein, nein. Bitte nicht. Oh. Was nun? Dina, du lebst. Wo sind die anderen aus deinem Team? Wir haben hier ernste Probleme. Wir wurden getrennt. Ich fürchte, sie sind. Hey, bist du das? Bitte komm. Warte kurz, Dina. Wo ist die denn? Ja. Wollte sie nicht zum Eiffelturm unbedingt? Faye, wir haben uns verdeckt. 2050 ist zu spät. Joseph? Oh mein Gott! Was ist da bei dir los? Wir können den Klima gar nicht mehr aufhalten. Wir sind mittendrin. Ich wiederhole, wir sind. Ups. Das dürfte Sydney sein. Nett. So viel zum Thema Klimawandel. Verloren. Wir haben verloren. Mission abbrechen. Bringt euch in Sicherheit. Der sieht nicht mehr so fit aus. Was haben wir da? Faye, ich stelle auf 0,6. Ich kann hören. Liegt an dieser Verbindung.
radioaktiven Strahlung. Es ist das Kraftwerk. Hörst du? Das Kraftwerk. Ich glaube, Quelle gefunden, Faye. Ich. Sadi? Empfängst du mich noch? Bleib bitte dran. Ich. Sie sind alle tot. Woher weißt du das? Woher weißt du denn jetzt, dass alle tot sind? Das ist mir jetzt ein Rätsel. Also, dass es den einigen nicht so gut geht, aber alle tot sind, das hat ja keiner gesagt, ne? Und mal runter zum Experten da, ist er immer auch am Rumweinen. Ist weg. Nigel? Nigel! Seltsam. Ich such besser nach ihm. Schon einmal rüber zu gehen, nimmt sie die Tür. Nein, da ist nichts. Oh, es fällt immer was in die Ritzen. Da war aber nichts. Schade. Wirklich nicht? Da habe ich schon nachgeguckt. No. Ausruhen. Ich würde gerne, aber ich habe eine Mission. Ich habe eine Mission. Das ist besser. Wenigstens ein bisschen für Ordnung sorgen. Es ist sorgen. Zu groß. Es ist das Einzige, was diesen Ort hier gemütlich macht. Ja. Steckdose? Nee. Nix in Steckdose. Soweit ist noch nicht gekommen. Finden wir noch irgendwas im Schreibtisch vielleicht? Rütteln? Zwecklos. Sie ist fest verschlossen. Och, stell dich nicht so. Hab ich nicht. Ich hab doch ein Messer. Ich hoffe, das klappt. Nicht schlecht. Und was haben wir da? Nee, schon wieder ein Schraubenzieher. Oh, schon wieder ein Schraubenzieher. Hier ist nix. Geht's da runter? Geht's hier runter? Da rechts? So viele Möglichkeiten. War knapp. Ich sollte aufpassen, wo ich hintrete. Ist anscheinend keine Treppe mehr vorhanden. Auch schön. Ah! Nigel? Faye! Warte, ich komme zu dir. Sehr gut. Verdammt. Wie komme ich da jetzt wieder hoch? Haltet durch, Nigel. Wo ist er denn? Eben gar nicht gesehen. Wäscheleine abreißen. Nein, unzerreißbar. Unzerreißbare Wäscheleine. Total hin eigentlich, aber. Aber. Nein, unzerreißbar. Unzerreißbar, aber nicht unzerschneidbar, oder? Das Messer ist scharf genug. Sehr schön. Sehr schön. Das gefällt doch. Eine Wäscheleine. Eine Nylonschnur. Reißfest. Reißfest. Exzellent. Ich kann leider nicht schwimmen. Wieso haben Sie es nicht gelernt? Wir leben unter der Erde. Ich musste es nie lernen. So, so. Kann sie nicht mal schwimmen? Eine Tür? Lauschen. Ich höre nur ein leises Knarren. Und Schritte? Nein, doch nicht. Öffnen. Verschlossen. Was auch sonst. Aufbrechen. Die Tür ist fest verschlossen. Außerdem wird sie von einem Haufen Schlick blockiert. Die Tür bewegt sich kein Stück. Ich sag aufbrechen und sagt, ist verschlossen. Die Tür ist fest verschlossen. Außerdem wird sie von einem Haufen Schlick blockiert. Mit einem. Die Tür ist fest verschlossen. Außerdem wird sie von einem Haufen Schlick blockiert. Ist mir doch egal. Ich will trotzdem rein. Die Tür ist fest verschlossen. Außerdem wird sie von einem Haufen Schlick blockiert. du blockierst mich. Ich höre nur ein leises Knarren. Und Schritte? Nein, doch nicht. Ist das gleiche Spiel wie. Die Tür ist fest verschlossen. Außerdem wird sie von einem Haufen Schlick blockiert. Die Tür bewegt sich kein Stück. Ich glaube, ich versuche jetzt nicht auch noch. Oder?
Die Tür ist fest verschlossen. Außerdem Messer? Von einem Haufen Schlick blockiert. Haufen Schlick wegmachen? Nö. Die Tür ist fest verschlossen. Außerdem wird sie... Ist ja gut. Aber die Tür. Nicht blockiert. Dahinter ist es völlig still. Das sagt allerdings gar nichts. Auf dieser Seite der Tür ist es ja auch nicht anders. Da redest nur du drum rum, ne? Verschlossen. Was auch sonst? Tja, aber jetzt. Na, dann wollen wir mal. Autsch, nein, das ist definitiv das falsche Werkzeug. Damit habe ich einfach zu wenig Hebelwirkung. Na, dann wollen wir mal. Autsch, nein, das ist definitiv das falsche Werkzeug. Damit habe ich einfach zu wenig Hebelwirkung. Aber zu wenig Hebelwirkung, das heißt, wir brauchen irgendwas mit einer größeren Hebelwirkung. Diese Stange ist locker. Ich nehme sie mal mit. Ja. Na, dann wollen wir mal. Steht rausreißen und passiert so. Ich nehme sie mal mit. Wo überall anders ist, schlägt davor. Aber das nehme ich mal einfach so mit. Die Wand dahinter sieht auch nicht besser aus. Nicht mit bloßen Händen. Na, dann wollen wir mal. Autsch, nein, das ist definitiv das falsche Werkzeug. Damit habe ich einfach zu wenig Hebelwirkung. Mehr Hebelwirkung. Eisenstange, marode Wand. So viel zum Thema Hebelwirkung. Ich wusste, die Stange würde mir noch nützlich sein. Herrlich. Und jetzt? Zahnputzgläser. Muss nicht, die Gläser sind widerlich. Und meine Zähne könnte ich auch gleich mit einem Ziegelstein abreiben. Dann mach das doch. Einsatzwagen, durchsuchen. Nein, nur Müll. Nichts Nützliches dabei. Ja, Kehrblech. Will ich haben. Die Seife nehme ich auch gleich mit. Ich hoffe, der bricht nicht auseinander. Also jetzt können wir uns das wenigstens hier wohnlich einrichten, denn wir haben Seife, ein Kehrblech und einen Besen. Also was brauchen wir mehr? Jetzt können wir hier endlich mal Großputz machen. Oh Mann. Wozu? Ich bin doch schon drin. Da rauszukommen? So. Nehmen wir, weiter geht. Hier noch irgendwie irgendwo rein. Habe jetzt alles raus, was es zu sehen und zu finden gab. Der Servicewagen haben wir durchsucht. Hier war alles raus. Zahnputzgläser will sie nicht haben. Lampe mitnehmen oder so. Nö, auch nicht. Hier nach oben. Hat doch irgendwas geblitzt, oder? Anscheinend nicht. Du warst mal wieder raus. Leiter? Zu hoch. Dann springen. Keine Chance. Aber einen Besen. Der Besen ist tatsächlich lang genug. Gute Idee. Gute Idee. Exzellent. Guter Besen. Leiter hochklettern. Leuchtschrift. Prüfen. Nicht gerade stabil. Gerade stabil. Also erklimmen. Noch hält es, ja. Erfolgreich. Was haben wir denn da? Bücher durchstöbern. Ein der L. Hier sind alle Buchrücken völlig unlesbar geworden. Auch schön. Aber dann sind wir jetzt mal so weit gekommen.
Und diese Folge machen wir mal jetzt ein bisschen kürzer auf ein etwas normaleres Niveau als die ersten beiden Folgen. Und dann sehen wir weiter, ob wir den Nigel irgendwo wiederfinden. Ich weiß noch nicht wo, aber irgendwo darum geschrien. Also werden wir ihn auch bestimmt irgendwo noch wiederfinden. Also, bis zum nächsten Mal. Bis denn. Tschüss.